Und jetzt wird hier für die Halterung, wo die Tonabnehmer draufkommen, diese, ja, mache ich mal hier Löcher rein, damit ich das dann auch dann richtig, ja, aussparen kann, damit die auch durchpassen. Und jetzt drehe ich mal die Lautstärke runter. Welchen dem Bohren. Kann ich hier das mit einer Säge dann so aussägen? Der Block ist raus. Das muss ich nur noch ordentlich hübsch machen hier. Na, ein bisschen was ist gesplittert. Schade. Naja, das mit dem Kleber, den ich da verwendet habe, war eh Müll. Das nächste Mal nehme ich gleich einen PVA-Kleber und verwechsel nicht, ja, die verschiedenen Klebersorten. Der war nämlich für poröse Sachen gut, den ich hier hatte. Und das ist ja überhaupt nicht porös, das ist ja Vinyl. Ja, Schallplattenvinyl eben. Ja. Genau, das soll es mal gewesen sein für jetzt. Ja, das Ding habe ich jetzt nochmal geklebt und ein bisschen hier mit der Zwinge festgemacht, damit es auch trocknet und alles Platz dabei ist. Ich hoffe, dass mit diesem Kleber klappt. Und ich brauche aber noch so ein zweites Ding, wo der Tonabnehmer drauf kommt. Das hier ist das ja, hohe. Und ich brauche auch für den anderen Tonabnehmer immer eins, dass es zumindest einfasst, damit es nicht ganz am Boden, nicht ganz auf der Decke liegt. Ich habe ein paar Stücke hier von der Schallplatte schon abgesägt, so grob diesen Rahmen draufgelegt und mir dann gedacht, okay, ein bisschen Überstand braucht es, damit ich es besser dann bearbeiten kann. Genau, und da säge ich jetzt noch eins raus. Eins, zwei, drei, vier Teile habe ich schon. Wenn ich mal hier gucke, wie viele Schichten hatte ich bei der
anderen Platte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vielleicht. Dann glaube ich, ist 4, 5 schon mal ganz gut. Da muss ich nicht noch eine Schallplatte ansenken. Ich habe hier zersägt James Last Classic Up to Date. Ja, genau. Ah, was fehlt mir hier noch? Genau, und hier seitlich. Ich würde sagen, das sieht doch gut aus. Das klappt. Von der Höhe her. Sechs Millimeter Höhe. Da mache ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Das andere hat er ja in seiner Maximalausdehnung hier. Zentimeter mehr. Ach ja, weil es Mittelstücke waren hier und nicht eben vom Rand. Deshalb war das dicker. Ja, was sagt man da? Ich brauche ein bisschen mehr. Jetzt muss hier Roger Whittaker dran glauben. Thank you.
habe jetzt hier zweimal das neu gemacht. Das alte war einfach, ja, was soll man sagen? Also realistisch betrachtet, mit diesen komischen, hässlichen Kleberresten, der sowieso nicht passte und so weiter, habe ich mir gesagt, ich gebe das hier auf. Das war jetzt mal ein Test, um zu versuchen, wie die Bearbeitung klappt. Aber die Verleibung am Anfang war ja schon, Verklebung schon richtig blödsinnig. Von daher habe ich einfach jetzt, ja, noch eben insgesamt 3 Schallplatten zerschnitten, alte, um dann hier solche Dinger dazu machen. Und bei einem habe ich es auch schon angezeichnet, hier draufge... Ja, und jetzt mache ich es bei dem anderen auch noch, dass ich da schon mal eine Orientierung habe. Und dann säge ich erstmal an der Seite die Stücke ab. Und dann aber das Feintuning quasi, also werde ich dann auf der Werkstatt schleifen. Das ist mir jetzt hier einfach zu mühsam. Und auch die Bohrungen habe ich hier nur angedeutet, also dass man quasi weiß, okay, wo muss das hin. Damit ich dann mit dem richtigen Standbohrmaschinenteil das dann halt dann richtig und professionell machen kann. Genau, so. Und jetzt muss ich hier erstmal gucken, wo verläuft denn hier die hintere Linie. Okay, die sind ein bisschen verschoben, haben sie sich beim Verkleben. Ich habe es dann beim Zwingen nochmal ein bisschen nachjustiert, aber trotzdem ist es ein bisschen, hat sich es ein bisschen verschoben. Naja, aber trotzdem, auch wenn ich von der Seite gucke, dürfte ich keine Lücke produzieren, wenn ich das jetzt so hier auf das kleinste Teil, was ich hier habe, mittig platziere. Ja, das müsste ganz gut klappen. Damit klebe ich das jetzt. Thank you.
glaube, das ist ganz gut. Ja, hier bin ich ein bisschen nah rangekommen. Aber genug, dass ich noch schleifen kann. Und auch nicht so viel, dass ich mich dann totstehe an der Bandschleifmaschine. Gut. Schade, habe ich gar nichts mehr zu tun jetzt. Hier dran. Weil das außenrum werde ich jetzt mit der Schleifmaschine machen. Also an ja, so einem Bandschleifer stehend. Hier werde ich dann mit der Standbohrmaschine Löcher reinmachen. Und ja, und hier die kleinen Löcher werde ich auch mit der Standbohrmaschine machen. Und dann kann ich gucken, inwieweit muss ich hier auch noch unten oder oben was wegschleifen, damit die besser auf den Korpus passen. Ja, weil der gebogen ist. Aber das mache ich dann, wenn der ist innen rausgenommen ist. Ja. Fertig dabei. Ja. Also, ich habe jetzt die Form für die Humbucker Filtertron-Pickup, diese Dinger quasi fertig. Bis auf hier muss in der Mitte noch rausgefallen werden. Das habe ich hier schon gemacht. Genau. Und wie man sieht, passt es wirklich schön gut und snuggly. Und dann habe ich hier den Dings hier. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob ich das aufeinander kriege. So, das mal hier so reindrehen. Ja, ich höre gerade schöne Musik. So. Denn? Ja. Ah, der geht noch nicht rein. Ah, ja. Jetzt sind beide drin. Wenn ich das auch jetzt richtig hier drücke. Genau, so sieht es aus, wenn er quasi ganz flach ist. Ja. Dann kommen dann hier noch solche Schräubskes rein. Ah, da müssen wahrscheinlich längere hin. Sonst greift das nicht in den Korpus der Gitarre. Schauen wir mal. Ja, doch, das ist ein bisschen zu knapp, glaube ich. Naja, weiß ich Bescheid, ne? Eins, zwei, drei, vier! Martin Horst und